Hallo. Ja, heute habe ich leider nichts mehr. Deswegen kommt jetzt hier nur so ein cooler, ein bisschen was zu talken. Und zwar gibt es so einige ich Sachen, die ich ansprechen wollte. So, der erste ist, ich habe so neue kleine Dingens. Wie nennt man das? Ich habe so eine neue kleine Grenze, die für mich vorschreibt, wer dann mit wem ich aufnehmen möchte. Erstmal muss derjenige einen Kanal, also außer meine Freunde natürlich, will ich, dass schon so ein eigener Kanal existiert. Und ja, eben so Sachen, ne? Nee, wie kann man das sagen? Ja. Also, ich würde dann natürlich auch erstmal vorher ein bisschen mit dem aufnehmen, nicht, dass man sich streitet und das dann in der Aufnahme ausartet. Ja, das jetzt. Und ja, dann doch was anderes. Und zwar wird ne, genau in einer Woche am Sonntag ist der letzte Tag von dem Megaprojekt Server. Das heißt, dass ich jede Menge Megaprojekte aufnehmen muss. Und ja, das ist schon ein bisschen schade, weil das Megaprojekt war bis jetzt das Projekt, das ich am meisten gesuchtet hatte. Und ja, jetzt geht es einfach so zu Ende. Weil der Trackerfahrer, dazu sage ich gleich noch was, weil der Trackerfahrer den Server nicht mehr unterstützt, weil er kein Spaß mehr Minecraft hat. Also ihm ist Minecraft so langweilig geworden, auf jeden Fall. Genau. Und jetzt noch zu der Sache Trägerfahrer. Er ist nämlich jetzt nicht mehr der Trägerfahrer. Er ist jetzt der Mr. Cyber Gaming. Und ja, also ich mach den Link und sein Kanal. Es wird wahrscheinlich noch das Kürzel Trägerfahrer sein, aber es müsste Cyber Gaming jetzt heißen. Also es heißt auf jeden Fall Cyber Gaming. Guckt da auf jeden Fall vorbei. Genau. Also und dann macht er natürlich auch kein Minecraft mehr und alles. Aber es bleibt natürlich dasselbe und er hat einen festen Upload-Plan. Das heißt, wenn ihr GTA oder Anno mögt, könnt ihr immer des Öfteren bei ihm vorbeischauen, weil das wird sehr oft bei ihm gespielt. Genau. So. Und ja. Noch was. Zu dem Zeitpunkt, wo ich hier das aufnehme, hat Dreamy seine Bombe im Megaprojekt noch nicht bemerkt. Finde ich ein bisschen schade. Ja, hab mich nämlich schon gefreut. Ich hätte mich fast mit ihm aufgenommen, aber leider hat sein Internet da nicht mehr mitgemacht. Ja, und Remi, falls du dieses Video guckst, ich sag dir natürlich nicht, wo sie liegt. Aber ja, sie ist da, wo du es nicht erwarten willst. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist keine Druckplatte oder so, es ist ein Knopf. Ein Knopf. Du musst ihn finden. Und ja. Genau. Noch irgendwas? Ansonsten, genau. Ich habe jetzt auch das. Ich habe jetzt letztens eine Bedwars-Runde mit einem anderen Typ aufgenommen. Den werde ich hier auch nochmal in dieser Beschreibung verlinken. Triggle heißt der. Triggle LP, glaube ich. Ja. Triggle LP, auch da mal vorbeischauen. Das ist korrekter Typ. Und eigentlich war es dann auch von. War es dann auch. Oh, es war es dann eigentlich auch schon von dem, was ich alles sagen wollte. Wir sehen uns morgen beim Megaprojekt mal wieder. Und noch. Genau, noch was. Ab morgen beginnt mein Schülerpraktikum. Das heißt, ich weiß nicht so genau, ob das hier so erhalten bleiben kann. Aber ich hoffe mal. Aber es könnte ein paar kleine Komplikationen geben. Aber wie gesagt, Schülerpraktikum. Und ich freue mich auch extrem.
wer nicht gerade in Berlin wohnt, naja, Kindergarten nehmen. Ich weiß ja nicht, ob es überall Kindergärten gibt, was weiß ich. Na gut. Genau, also heute kommt dann auch nichts mehr um 17 Uhr. Es war eben sehr anstrengend die letzten Tage. Und auch heute, vor allem heute, was für morgen zu machen. Ich habe jetzt auch für den letzten Drücker noch hier was gemacht. Aber eben ist heute der 18. von meiner Schwester und da habe ich jetzt eben ein bisschen weniger gemacht. Oder ich musste dazu neigen, ein bisschen weniger zu machen. Gestern hat sie auch schon reingefeiert. Das hat sich dann heute beim Fußball ausgezahlt. Da war ich nämlich erst um 2 im Bett und dann wieder um 8 Uhr, weil es wieder tatsächlich aufstehen. Da habe ich den Deckel überschlafen, bin dann erst 15 vor Fußball aufgestanden. Ja, und gespielt habe ich auch so. Na gut. Ja, genau. Also deswegen ist es hier jetzt ein bisschen weniger, aber ich habe ja dieses Video gemacht. Alle wichtigen Links findet ihr in der Beschreibung. Mein Outro muss ich nochmal überarbeiten. Kann ich auch noch nicht machen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare, was ihr von dem haltet. Und wenn ihr wirklich auch mal mit mir aufnehmen wollt oder was weiß ich. Die nächsten Projekte laufen alle jetzt in Kürze aus und ich brauche unbedingt irgendein Projekt. Dream und ich hatten schon überlegt, ob wir vielleicht ein Feed the Beast machen. Das heißt, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, irgendein Feed the Beast Let's Play zu machen, weiß ich nicht. Ach genau! Oh Mann, mir fällt noch so viel ein, ey. Da gibt es noch sowas anderes. Ach so, niemand anders. Verlinke ich jetzt auch. Swiss Gaming hat mich angeschrieben. Könnt ihr auch beim vorletzten League of Legends Let's Play sehen, unten. Könnt ihr alles mitlesen, Freunde. Ja, und ich hoffe, er guckt sich dieses Video an, aber ich denke nicht. Auf jeden Fall der Dario von Swiss Gaming, der hat einen Bock auf ein 1 gegen 1 gegen mich in LoL. League of Legends, für die es nicht kennen. Und auf jeden Fall, ja, er wird mich derbe kaputt machen. Er wird mich derbe zerstören. Aber ich habe trotzdem Bock auf ein Röntchen. Fände ich schon sehr interessant. Na gut, das war es jetzt aber trotzdem. Alle wichtigen Links, alles, was ich gesagt habe, sind in der Beschreibung. Lasst ein Abo da, die zweite Abmoderation in diesem Video, schon krass. Schreibt einen Kommentar, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns morgen pünktlich 15 Uhr. Tschüss!